So, hallo Leute, da sind wir jetzt wieder bei Lost Ark einmal eine Runde. Bild kriegen wir. So, wo muss er das drücken? Warte mal, Mika. Powerpass hier auf Starten drücken. Ja. Ja. Ich drücke einfach irgendwas und werde immer gewinnen. Lost Ark! Das spielen wir auch echt nur zu zweit. Ich habe das gar nicht alleine weitergemacht, weil ich gedacht habe, ich möchte das dann mit Mika noch weitermachen. Oha, ich habe Münzen bekommen. Ja, gerne sogar. Abholen. Abholen. Silber. Bestätigen. XX. So! Ja, ja. Ich spiele also sowieso keinen anderen Charakter. Ich mache jetzt einfach mal eine Quest. Guck mal, was ich alles abholen kann, Mika. Ja, ich versuche gerade wieder auf das Steuerung klar zu kommen. Ja, das muss ich auch gleich jetzt nochmal wieder schauen. Ich habe das auch schon länger nicht mehr gespielt. Tag 7. Sind nicht erfüllt. Phönixfedern habe ich noch erhalten. Hot-Time-Event. Torte zur Feier des ersten Jubiläums. Langsam komme ich gerade rein. Ach, ich will aber mit W und so steuern, aber das ist ja nicht bei dem. So, jetzt muss ich aber wieder gucken. Ja, erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen. Oh, jetzt muss ich wirklich erstmal wieder gucken. Krass, ey. So, Inventar. Wo sehe ich, was sie trägt? Boah. Charakter, würde ich sagen. Die Controller-Steuerung muss ich auch. Also Controller-Steuerung muss man, glaube ich, erst immer klarkommen. Ah, genau, da sieht man dann, was die Latte trägt, genau. Episch, ein Tour verschiedenen Kampf. Öffnen. Wie muss ich so klarkommen? Das ist ja krass, ey. Ungewöhnlich ausgerüstet. Kann ich überhaupt noch mal wie gesagt. Alter. Ein Teil für eine Statue. Gebunden. Abklingzeit eine Minute. Ich sag's nur so, ich muss mich aufstellen. Ah, guck mal, hier sind Granaten drin. Ach hier. Öffne einfach mal alles. Alter, ich habe das Gefühl, dass irgendwie ein neues Update gekommen ist. Auf einmal hat man viel mehr. Das kann sogar sein, ich weiß es aber nicht. Ja, ich habe das irgendwie das Gefühl, weil auf einmal sind da so viele. Ich hab irgendwelche Bomben auf jeden Fall. Bomben? Ja. Hey, bist du mal. Tarnrobe. Ich habe gedacht, du bist schon beim. Song Questen. Ich versuche gerade irgendwie in der Questreihe reinzukommen. Ja, ich überlege jetzt auch. Das war jetzt auch schon lange her. Ich weiß jetzt gerade aktuell auch nicht mehr, wo ich hier eigentlich war. Ja, ich auch. Das gleiche bei mir auch. Wie komme ich denn überhaupt nicht mal aus meinem Pferd raus? Erstmal. Ach so. Bam! Achso, warte mal. Ich muss doch eigentlich hier dieses Zeichen hier war das, glaube ich, wo ich gerade hinlaufe, ne? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich gucke jetzt mal. Hier. Quest. Vier von acht. Ich soll irgendwelche Warnungen aushängen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich sehe, wo ich hin muss fürs Quest. Ah, doch, jetzt sehe ich es. Fragezeichen hier. Ich hörte, die Wächter hätten die Hände voll zu tun. Bist du hier, um die Vorräte zu holen? Boom.
Also ich scheine auf jeden Fall. Ja, ja. Quest? Wo ist denn überhaupt noch meine Schläge? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich soll erstmal was machen. Kann ich denn. Warte mal ganz kurz, da war jetzt gerade irgendwas mit annehmen. Besiege Leutnant Kugo. Ja, habe ich angenommen. Ja, jetzt habe ich die Quest gesehen. Wo war denn mal das Pferdchen? Ach, guck mal hier. Jetzt erstmal auf alles wieder klarkommen. Das heißt. Ja, es ist nicht einfach, ne? Das muss man mal so sagen. Das Spiel ist wirklich nicht einfach. Es macht Spaß. Ja, aber genau, das sieht auf jeden Fall echt total gut aus, ne? Das muss man so sagen. Ich weiß halt jetzt nicht, wo stand denn nochmal das Level, weißt du das noch? Das Level? Nee. Hier. Ja. Brauch eine Stufe 14. Ach, guck mal kurz. Hier unten bei Charakter mal gucken. Charakterprofil auf P. Ah, ich weiß nicht. Ich vermute hier. Stufe 12. Du hast keinen Titel, du bist keine Gilde beigetreten. Hey, wo hast du denn? Warte, die Stufe brauche ich, aber wo hast du jetzt hier schon die Stufe? Also ich bin hier drauf gegangen, bei Charakter und dann auch auf P. Ah, warte. Also ich habe hier, guck mal, was ich alles offen habe, aber hier ist nirgends das, was ich brauche. Ja, guck mal hier. Da und dann hier, Charakterprofil. Ja, Charakterprofil. Warte, siehst du? Charakterprofil, lässt. Ja, da kannst du doch da verschiedene Sachen machen. Was ist bei wie weiß ich nicht. Ich misst doch einfach nur nicht Stufe bis. Ausrüstung. Ganz nach links. Noch mehr nach links. Ja. Meine Güte nochmal. Stufe. Ich steht 12,20. Bei mir auch. Ach, da unten steht auch die Stufe. Oh. Und für das nächste brauche ich Stufe. Jetzt bin ich gespannt. Voreinstellung 2 erwechseln, ja. Ach du Kacke, für die nächste brauche ich Stufe 14, Papa. Oh, bin ja noch ganz weit entfernt. Oh. Aber das Spiel ist cool, okay. Also langsam komme ich wieder rein, du auch. Nicht so richtig. Wo kann ich denn hier irgendwie skillen oder sowas? Ich habe keine Ahnung, ich mache jetzt einfach mal. Ja, ich weiß, wie konnte dann überhaupt noch mal sehen, wo Quests sind? Wie wurden die überhaupt angezeigt? Ach so. Ja, ich laufe jetzt einfach. Ich gehe erstmal. Also irgendwas hat er zu mir gesagt, ich muss zum Steinhügel oder so. Ja. Ich kann aber nicht sagen. Ich habe halt bei mir auch noch keine Quest mehr. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal zur Stadt zurück und dann mir eine Quest holen. Es macht aber echt extrem viel Spaß. Ja, ich weiß wie. Ah, guck mal hier. Boah, ja, ich habe es bei mir auch gefunden. Es ist echt geil. Ja, ich will dahin reisen. Lass mich mal reisen. Ich habe wieder eine Quest. Ich krieg irgendwie gerade sehr viele kleine. Ach, da muss ich hin! Ah! Das musste ich erstmal gerade kapieren. Das war jetzt ein bisschen. Das wird mir Angst. Ich muss die Leute da anklicken. Ach ja. Warum habe ich die ganze Zeit eigentlich so wenig Leben? Das Leben, ja. Ich habe auch ein Leben mit 600 irgendwie was. Ich habe irgendwie Heiltränke auf jeden Fall hier. Alter. Die nutze ich auf jeden Fall mal. Das wundert mich, ey. Irgendwie nur ein paar Wochen oder so nicht online in den Game, aber man verliert schon erst viel. Ja. Vor allem, wenn du mit verschiedenen Sachen spielst, ne? Ja. Deine Klassenfertigkeit probiert. Besonders die Kräfte da, die man sich da holen muss. Wir müssen uns ja auch so. Weißt du, Sachen anhalten. Also, erstmal wieder alle YouTubes, mehr gesagt, holen und herausfinden, wie die gehen. Weil wir ja so wenige haben zurzeit,
muss man erstmal wieder die Tasten herausfinden. Man kann ja nicht einfach irgendwas drücken und da kommt dann auf einmal ein Jutsu raus. Das ist okay. Ich habe sogar schon echt viele Jutsus. Also ich habe hier auf jeden Fall einige Quests irgendwie. Ja, ich auch. Ich habe hier gerade, ich muss da irgendwie was erfüllen. Das versuche ich gerade fertig zu kriegen. Ich weiß halt nicht. Oh, das ist ein legendäres Item. Klassenfertigkeit ist Z, boah. Ist das denn schönes? Ach, freigeschaltet. Hä, bei mir ist Z nicht Klassenfertigkeit. Bei mir ist Z hier Emotion. Lol. Kann man gucken. Ich frage mich ja schon, wann ich endlich mal meinen richtigen, wieder hier mal so einen richtigen Boss legen kann. Da freue ich mich schon. Ich habe ja eigentlich schon von das letzte Mal einen Boss gemacht. Das ist das Problem. Was ist denn das jetzt? Okay, was habe ich noch? Ach, du kannst jetzt da hinten noch eine Sache. Ach nein, das ist die falsche. Ich muss da hinten hin. Ach du meine. Da ist also die Quer. Ich dusel. Ich habe auch erst Level 12. Aber ich glaube, also ich kann hier schon so Monster rufen. Das ist cool. Die Sache ist, was ist eigentlich mein nächstes Upgrade, wenn ich dann eine Stufe habe? Die nächste Stufe ist auch noch irgendwas beschwören. Also ich habe auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, einen Magier, oder? Ja, kann sein. Ich bin auch hier gerade im Gucken. Weil ich gerade so, weil ich irgendwie so viele Beschwörungsrituale habe. Ich habe auch. Deswegen. Oh, mein Level ist noch nicht gerade sehr. Das macht ja so einen Spaß, das Game. Das sieht auf jeden Fall echt gut aus, ne? Das muss man mal so sagen. Das ist schon cool auf jeden Fall. Ja, es macht auch echt Spaß. Das ist, wäre aber eigentlich auch ein Spiel für Dirk. Mit wundert mich, dass er das nicht gespielt hat. Das hat er es mal nicht mal ausprobiert. Aber na okay, man muss dann anfangen in der Steuerung reinkommen. Aber wenn sogar ich da reinkomme, ich, ja, der schon damit Probleme hat, dann guckt er, hat er geschrieben? Also für ihn wäre das aber auch was. Nee, das ist aber wie Diablo 2 die Steuerung. Papa? Hier, du musst da ja auch so klicken. Ja, bitte? Kannst du kurz die Mikrofon ausmachen? Laut dieser Nachricht werden sich jene, die nach der Tafel suchen, in ihrem Versteck treffen. Getaucht. Das heißt, wahrscheinlich werde ich später einen gleichen Boss fight haben, das sehr anstrengend wird, weil ich die Tasten noch nicht ganz aufkriege. Ich muss halt irgendwie. Ach, das Spiel macht so Bock, ey. Man wird voll süchtig danach. Und die Angriffe sind ziemlich geil, ja, ne? Ja, dann deswegen wird man ja so süchtig. Hier sieht man dann wieder die Markierung, wo man questen muss. Oh, die merken gar nichts. Oh ne, ich muss schon wieder vor Reto halten. Also normalerweise droppen die auch ab und zu mal was. Ihr seht, ich muss hier irgendwo unten lang. Das habe ich jetzt schon wieder. Das sieht aber auch echt geil aus, das Spiel, das muss man so sagen. Und vor allem, wie ich schon mal sagte.
Ach du selbst, Kacke! Selbst wenn man hier dann irgendwann keinen Bock mehr drauf hat. Bossfight. Man zahlt hier mindestens keine 60 Euro oder so für das Spiel. Das ist kostenlos, ne? Ja. Also irgendwie kann man das hier auch, so ein Premium-Ding, da zahlt man was, aber wofür, weiß ich nicht genau. Also für unsere Zwecke, so wie wir spielen, reicht das völlig. Ja, weil es macht einfach nur Spaß. Das ist das Wichtigste, finde ich. Da muss man nicht irgendwas payen. Also, guck mal, habe ich jetzt noch irgendwas? Hier muss ist man da irgendwas. Payen, ganz ehrlich. Bitte? Das muss man da payen. Ja, sag ich ja, ich wüsste jetzt auch nichts. Also man kann das Spiel auch gut spielen, ohne was zu bezahlen, ne? Ja. Ich wüsste nicht, wofür man hier was man da kriegt, weiß ich auch gar nicht. Kann ich nicht sagen, müsstet ihr gucken. Extra Sachen, glaube ich, für den Start. Bestimmt, oder Reittiere, oder größere Taschenplätze, wer weiß das schon so genau. Man aber nicht, ne? Aber wie gesagt, selbst wenn man hier nach 50 Stunden feststellen würde, das macht einem doch keinen Spaß. Das ist nicht schlimm, man hat ja nichts bezahlt. Papa, es gibt jetzt wieder neue... Du unterbrichst mich jedes Mal, ne? Merkst du das? Wirklich? Ja. Ja, jedes Mal. Egal, jetzt rede. Jetzt weiß ich auch gar nicht, was ich sagen wollte. Also ich habe... Aber die Sache, ich habe... Aber die Sache ist halt, es gibt ja noch mehr. Also nach 50 Stunden ist man, glaube ich, immer noch nicht verässt. Es gibt so viel... Nein, ich wollte damit nur sagen, es ist ja kostenlos. Wie oft habe ich nicht Spiele gespielt, die Geld kosten, ein, zwei Stunden gespielt und dann gedacht, oh Gott, das ist echt Mist, kein Bock mehr drauf. Und das ist dann sehr enttäuschend und das ist immer schön. Was? Ich kann mir ein Pferd aussuchen. Ich habe, also hier kann man echt stundenlang verbringen. Ich weiß nicht, wo ich ein Pferd aussuchen kann. Das Geile ist, ihr kriegt die ganze Zeit immer irgendwie Equipment hier, ne? Ja. Boah, ich nehme gerade so krass viele Missionen an und schaffe die auch. Aber irgendwie halt, also das bringt noch nicht viel. Bewegungsgeschwindigkeit habe ich gerade ausgerüstet. Oh nein, ich muss jetzt sowas Hartes machen. Gegenstandsstufe plus 5, Waffen, Bewegungsgeschwindigkeit minus. Was soll ich denn dann damit machen, wenn das schlechter ist? Das ist aber besser. Keine Ahnung, also. Machen wir mal weiter, was blinke ich dann da jetzt so schön? Jetzt habe ich den Nest hier schon. Ach du meine. Ach da! Boah, ich würde mich so freuen, wenn ich jetzt gleich mal irgendwie meine nächste Stufe. Was ist denn eigentlich jetzt die nächste Stufe, die ich brauche für meine neue Attackers? Nächste Stufe ist 14, ich habe 12, also brauche ich noch 2 Level. Das könnte ich heute noch schaffen. Gucken wir mal. Ja, das ist cool. Das ist dich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wofür ich die Stufen also wirklich brauche, weil ich kann eben nichts skillen. Ich kann dir sagen, wofür. Doch für neue Attacken, Papa. Du kannst doch neue Attacken dir holen irgendwann. Achso, okay. Du hast ja mehr vergessen als ich. Ach, Level up. Level 13 ist ja schön. Guck, ich reise irgendwo hin. Cool. Oh, die sind aber nicht freundlich hier. Na toll, ich hab's du. Mann, ich hab's du für 13 erst. Ich brauche wie viel brauche ich überhaupt nochmal? Warum bin ich heute so vergesslich? Bitte? Ich bin heute so vergesslich. Ach, 14, okay. Hilfe! Von der ganzen Armada bist du hier angekommen. Cool, hier hat jemand einen Weihnachtsskin. Das mag ich. Hey, was war das denn? Ich hab einen neuen Boss. Oh nein, ey, ich hab schon wieder einen Bossfight. Das muss ich gedrückt halten. Ich werd hier angegriffen. Boah! Alter, meinst du, wie ich hier gerade angegriffen wurde? Ich gucke mal meine Armee an hier. Das sieht aus wie bei mir, oder nicht? Ich bin gleich bei dir. Irgendwo. Aber ich glaube, es ist so ein... Ja, ich glaube, wir haben beide andere. Ja, aber wir sind ja nicht in einer Party, das ist das Ding. Das ist ja nicht schlimm. Solange man hier... Wir sehen uns ja zwischendurch da irgendwann ja eh nochmal. Das ist erstmal ein Quest, das ist ja eigentlich das ist der Hauptpunkt an dem Game. Oh nee, ich hätte schon wieder eine ganze Armee. Boom. Ja, voll am Fighten, ey. Das ist echt krass, ey. Die Effekte sind auch so.
gerade. Okay. Ich bin mein Endboss. Goldteilbande glaubt wohl, sie gefunden. Ich bin mein Endboss. Oh nein. Ich will diese Belohnung. Ey, ich bin bei dir. Wer ist da? Cool. Gibt es eine Ratte, die uns verlauscht? Ratte? Sehe ich aus wie eine Ratte? Ich sehe nicht aus wie eine Ratte. Doch, ich entkomme. Das bin ich. Ich will. Nein, oder? Oh, ist ein Boss hier. Ja, ich hab. Wo ist das F1? Ein Boss. Mist. Ich werde sterben. Ich muss erstmal alle anderen umbringen. Das ist das immer das Wichtigste. Ich kann nicht. Doch, ich bin nur voll. Sollte ich auch treffen. Jetzt hast du es aber gekriegt hier von mir, ne? Bitte? Ist er bei dir auch so down? Ja. Fall meinen Männern die Tafel zu holen. Du achtest vom Versteck aus weiter auf Wachen. Hä? Wenn das vorbei ist, haben wir Ruhe vor diesem schrecklichen Kerl. Cool. So. Haben wir den Chat hier rausgezogen. Irgendwie löscht das sich nicht mehr automatisch. Der Boss ist so weit. Och nicht! Die Armee ist wieder da. Ich renn weg. Einfach rausrennen. Ich muss gegen den kämpfen. Nee, doch nicht. Okay, das ist aber echt cool. Ich habe das erst geschafft. Jetzt gehe ich zum nächsten Quest. Ja, es ist auf jeden Fall echt nice hier. Es macht so Spaß. Was habe ich denn jetzt? Ach du meine. Also ihr seht, ihr könnt auch mit euren Sohn zusammen spielen. Ich weiß nicht, ob das was für Mädchen ist. Aber mit Sohn scheint es zu klappen. Ja, also, auch wenn ich mag sowas eigentlich nicht so sehr, weil das zu lange dauert, aber irgendwie, am Anfang war es für mich nicht so, aber irgendwie werde ich hier ein bisschen lustig. Also irgendwie kommt es lang. Es kommt halt irgendwie langsam zu ein. Irgendwie macht da immer mehr Spaß, wenn man es weiter spielt. Ja. Das macht so Bock. Mit Mädchen, ich weiß nicht. Mit manchen ja, mit manchen nein. Ja? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Tochter. Ich auch nicht. So. Ein Langstab des Räubers. Ich hab besseres. Ja, denn hier? Ja, das Objekt. Ich werde das schon holen. Ich bin hier der Diener an Seinfeld. So eigentlich genau hoch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die Königin sind, aber auch irgendwie eine Sklavin sind, weil wir die ganze Zeit die Aufträge machen müssen. So, nächster Auftrag. Also hierzu haben wir auf jeden Fall auch schon was gestreamt, also zu Charakterauswahl und so weiter und Server und... Müsst halt mal schauen, wenn ihr da Interesse dran habt an dem Spiel und euch überlegt. Wie gesagt, also das könnt ihr ja wirklich im Grunde genommen einfach kostenlos runterladen, spielen, ausprobieren. Wenn es doof ist, deinstallieren, fertig. Also ich werde von irgendwelchen Pferdefiesern angegriffen. Wie stark sind die? Wir haben das Objekt im Kolftal gefunden. Der Anführer der Grabräuber schrieb, wir haben das Objekt im Kolftal gefunden. Achso, ich muss da noch weitermachen. Aha, und jetzt? Muss ich zum Kolbstrahl. Jetzt muss ich den Typen anpressen. Und hier oben können wir dann da. Ist das ein Mönch? Ihr seht das ja mal auf der Karte, wo man hin muss, ne? Das ist ja das Zeichen. Auch geschafft. Ja, du riechst höhnlich, schön für dich.
Sind die böse hier? Ja, sind so. Können einen angreifen. Oh! Und die Pferde sind zuerst da. Oha, hier ist gerade so ein komischer Assassin-Typ. Was ist da? Ein Assassine gefühlt. Mit so einem Schwert, der ist ja richtig stark. Krass. Muss ich das tun? Ich rieche Honig. Woher kommt der Duft bloß? Ich muss Sachen finden. Okay, okay. Oh nee, da bin, in Sachen finden bin ich voll kacke. Das muss ich jetzt tun. Den Auftrag hätten sie sich auch sparen können. Hat sich so ein bisschen angeweist in Pikachu da, ne? Wenn man den gerufen und so. Ja. Ne? Wenn der so eine Attacke macht irgendwie. Pikachu Donnerblitz oder so, ne? Ja. Also ich hab, ey, also ich hab. Also irgendwas müsst ihr hier machen. Ich hab hier voll den blöden Auftrag, ja. Okay. Wieder was steht denn da? Dieser süße Duft, süße Duft. Ja, sammle etwas Wildhonig. Ja. Okay. Habe ich gerade geschafft. Das ist nicht gerade der coolste Auftrag gewesen. Ja, weiß ich nicht. Ich finde den Wildhonig nicht, mein Freund. Ah, hier. So, das habe ich abgeschlossen. Ich sollte ja mal meinen Auftrag abschließen. Das ist irgendwie ein echt guter Angriff dafür. Was hab ich denn? Ich hab hier halt so viele auf. Ich muss gerade erstmal alle Aufträge abschließen. Ich hab hier gerade noch einen auf. Gerade diesen Blumenauftrag geschafft mit den Typen. Jetzt muss ich so einen anderen Typen. Da muss ich mir auch meine Quest abgeben lassen, die ich geschafft habe. Da hinten ist auch noch was. Oha. Ich habe gerade sehr viel zu tun in dem Game. Ich liebe dieses Game. Okay, jetzt habe ich irgendwie hier anscheinend alles gemacht. Wer hat das eigentlich gefunden, das Spiel? Du, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, doch, ja, du. Ja, ja. So. Boah, wie viele sind denn hier, ey? Krass. Ich sag's mal so, wie es ist. Ich hab Glück, dass ich das wirklich auch gespielt habe. Ich bereue es keine Sekunde. So. Ja, ja, abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Es gibt nur noch eine Sache, die ich machen muss. Ach, ich hab dich, glaube ich, gerade gesehen. Nee, doch nicht, das warst du nicht. Das war ein anderes weißes Pferd. Okay, ich habe Stufe 13. Also ich bin echt stolz über diesen. Ich freue mich auch schon. Oha, da ist sogar jemand mit Waffe und der kann richtig wollen. Was soll ich denn das machen hier? Ach, der. Ach du meine Güte, was gibt's denn alles zu tun? Ich hoffe, ich renne gleich. Ich hoffe eigentlich schon, dass der. Denn ich hoffe erst, dass ich jetzt nicht gleich in den Boss reinrenne. Beim Boss machen muss, kleiner Stimme. Noch irgendwer, der was von mir will hier? Nö, ja, und dann gehen wir mal hier weiter. Umso weiter, umso besser. Trinken. Okay, tatsächlich gehe ich, glaube ich, gerade zum Boss, den ich machen muss. Und zum nächsten Kapitel. Ich glaube, das kann man nicht 50 Stunden spielen, obwohl, doch kann man. Ja, kann man. Hey, wie meinst du das? Das Game hier, da kann man aber so. Ich weiß es nicht genau, ich spiele jetzt nichts. Das ist nicht schlecht, das kann man halt zwischendurch spielen, ja, finde ich. Auch. Okay, das, ich glaube, da kommt auch noch einiges. Sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Das ist im Leben nicht alles. Man muss ja noch so viel. Was machst du da? Kämpf! So, den muss ich umbauen.
Bei mir sind es denen auch schon wieder zwei Auftraggeber hier neben mir, die ich was machen muss. Ach, so, scheint irgendwie komplett zu sein hier mein Quest. Ich habe hier auch schon so viel zu tun. Es ist einfach nur schön, dass wir so befriedigend sind. Also ich empfehle es weiter. Also was man am Ende mit dem ganzen Gold und das ganze Zeug machen kann, das weiß ich noch gar nicht. Das habe ich auch nicht ausprobiert. Auch nicht. Aber man kommt ja auch erst einmal einfach zu Kolchruin, ja. Aber erst einmal kommt man auch so weiter. Da braucht man da nicht irgendwie, wer weiß was, machen. Ich habe gerade gesehen, Shift und Klick, was bedeutet das? Und das weiß ich auch nicht. Ja, geht nicht. So, was soll ich hier machen? Ach, ich soll die Kräuter sammeln. Die Anfangsstory, das fand ich ja geil gemacht, mit den ganzen Videos und alles, muss ich sagen. Ja, das haben sie auch gut. Also das, was jetzt kommt, finde ich aber auch gut. Ich muss es gerade so, weil ich so... Warte! Du gehst nirgendwo hin. Schnappt sie euch, Jungs. Ihr wollt mich schnappen, dann... Komm mal her. Hey, du bist da. Es gibt ja mehrere Aufträge. Deshalb kann ich wieder so einen coolen Auftrag abschließen. So, abschließen. Was habe ich denn jetzt noch offen? A. Abgeschlossen. Es gibt ja nur noch einen Mist, den ich machen kann. Wow! Nächster Auftrag. Ach, du bist schon da. Ich gehe jetzt gerade erst dahin, Papa. Bist du so schnell? Ich habe keine Ahnung, Mika. So, das kommt. Die ist auf jeden Fall echt böse. Es kommt der Boss der Bosse. Oh nee, was ist denn da auf einmal los? Der sieht gut aus auf jeden Fall. Meint ihr den Bösen oder mich? Der Fluch ist viel zu mächtig für einen Menschen. Los, wir müssen herausfinden, für wen diese Räuber arbeiten. Suchen wir nach dem Wächter der Kolchruin. Vielleicht erfahren wir dort unser nächstes Ziel. Okay. Machen wir. Warum bin ich jetzt schon wieder alleine? Was sagt? Ich muss ja da runterreiten, okay. Nutzlosen Träger! Mächtig sein. Das ist eigentlich immer. Das ist, ich glaube, das ist mein Traum in dem Game. Macht zu reißen. Die Giftklauen Grabräuber haben ihr Versteck an einem abgelegenen Ort am Park. Gucken wir mal, ob wir jemand haben zum Equippen hier. Ich hab wieder eine Leben.
50 und 70, ja, dann nehmen wir natürlich die 70er hier. Blendgranate. Können wir mal. Geht nicht. Ich glaube, Saft. Gut abstauben. Geht auch nicht. Okay. Cool. Oh, was hast du denn hier? Oh Gott, das ist ja alles. Ach, hi, Papa! Hä? Hä? Ich stehe hier rum. Ich seh dich gar nicht. Ich glaube, du bist gar nicht mit mir drin. Das ist auch cool, du kannst richtig nachscrollen. Oh. Alle reparieren, ja. So. Ja. Ja, aus irgendeinem Grund bist du nicht mit drin. Aber du weißt ja, wie du deine Erfahrungspunkte wegmachen kannst, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast die Erfahrungspunkte, die du für deine Fähigkeiten dann geben kannst. Was für Fähigkeiten? Nee, ich zeig dir gleich was mal. So, ich zeig dir das mal eben. Geh nochmal da auf, nicht das, auf X, dann da. Da? Nein, da wieder. Dann auf K. Und dann kannst du da auf Plus deine Fähigkeiten da. Ach so. Bis dann. Oh, gut. Eine kleine Hilfe. Kann ich was geben. Nehme ich denn mal? Er ist cool hier. Siehst du alles und so. Oh. Ja. Okay, was ist denn jetzt eigentlich meine nächste Quest? Ach ja, da hinten. Ich glaube, ich mache jetzt gleich einen richtig krassen Boss halt. Also das Spiel empfehle ich nur weiter. Ja, das hat man, glaube ich, jetzt verstanden. Dass das Spiel weiter empfiehlt. Das ist das beste Spiel, was es je gab, liebe Leute. Übertreibt man nicht. Probiert es immer aus. Es passt für jeden was. Kriegst du irgendwie Geld für die Werbung? Nee, leider nicht, aber irgendwann vielleicht. Ich glaube ja nicht. Ich muss schon wieder einen Boss machen. Oh nein, bitte nicht. Ja, das klingt auf jeden Fall begeistert. Alter, seht die Leute so die Begeisterung aus? Dritter Boss. Wow, was ist das denn für ein Gerät? Oh nein, was ist denn das? Was geht hier ab? Ach du Kacke, das sieht ja. Ja, was muss ich hier machen auf jeden Fall? Das sieht jetzt irgendwie wie heißt das? World of Warcraft aus. Nee, nicht World of Warcraft. Wie nennt sich das Spiel, wenn das so komisch aussieht? Was weiß ich denn? Wie sieht. Was ist das denn für eine Frage, ey? Ich hab grad den letzten, glaube ich, aber es den skippt. Also, was muss ich jetzt machen? Bewachter Zugang. Was für ein Zugang? Ich sehe ja keinen Zugang. Ich verstehe nicht, was die von mir wollen hier. Ich gehe mal lieber da hoch, da scheint irgendwas zu sein. Ja, da bin ich auch. Oh, guck mal, betreten, einen Chaos-Dungeon betreten. Ja, das ist richtig cool. Oh. Da kriegst du das richtig geile Level, Papa. Ich habe auf normal, da ist auf normal ist schon sehr schwer. Okay. Also das ist also eines dieser Dungeons. Ja. Jetzt kommen wir also zu dem Teil, Leute, wo wir einen Dungeon betreten, wo wir schon mal im letzten Stream, da schon ein paar Wochen jetzt her ist, drüber gesprochen haben. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich in dem Dungeon echt alleine bin. Guck, ich habe sogar Nachrichten ich gekriegt auch. Hier. Alle annehmen. Scheint gut zu laufen. Zumachen. Ja, sieht immer noch cool aus, ne? Ob ich die genau habe, weil die cool aussieht? Ja. Nee, das hat tatsächlich einen anderen Grund gehabt.
Ich wollte nämlich den Zauberer drin haben. Ich habe das Mann gefunden, glaube ich. Da war irgendwas letztes. Ja. Da ist der Rest. Ich hätte es auch von mir. Also irgendwie. Ist das. Was erinnert mich? Dann muss ich gerade sagen, finde ich ein bisschen schade, dass du ja alles hast. Ja, das ist daran die Coolheit. Aber wie ist das? Es gibt ein Game, was genauso. Wie bitte? Ja, Mika, das ist so ein bisschen so von Diablo WoW ja, oder sowas. Ja, Diablo, dann. Diablo. Ein bisschen abgeguckt, das ist schon klar. Ne? Das sollte jedem schon inzwischen aufgefallen sein. Was ist ja gut eigentlich, dass die das so reingemacht haben. Bin ich eigentlich oder hier, aber ich glaube, das... Das wollte das... Ja, aber es sieht halt voll wie Diablo aus, ne? Jetzt auch viel halt. Oh, was okay, ist noch was Ähnliches. Sehen kann. Ah, die Dinger sind zerstört. Jetzt geht's aber gerade ab. So sieht auf jeden Fall so ein Dungeon aus. Das ist auf jeden Fall schon mal echt nice. Aber hier ist auch irgendwie noch eine Zahl. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt das ist, was ich hier schon kaputt gemacht habe. Ja, das ist schon. Das ist so. Da zeigt das dann einfach mal noch an, glaube ich. Ja. Oh, der Angriff hier ist schon echt mächtig. Ich glaube, man bei den anderen Charakteren wird auch so mächtige Angriffe geben. Next Level! Halleluja! Das kann man hier wieder weiter. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, so diese Art von Dungeon hier, ne? Ja. Mein neuer Angriff ist Esther. Oh, Scheiße. Ich freue mich ganz so hart. Ich habe einen neuen Angriff, Papa. Ja, schön für dich. Okay. Die haben schon was drauf hier, ne? Das muss man so sagen. Ja, es gibt ja noch etwas später bei mir jetzt gerade gleich ein Bossfight. Das wird so hart. Ach du Kacke! Eine Tausender-Armee! Na komm mal, jetzt mit hier. Und jetzt. Was muss ich jetzt hier machen? Heilung! Giftklauenhöhle. %97 Ah, ich muss noch welche von denen besiegen. Oh! Lass die in Ruhe! Ich habe hier Fett abgestaubt hier irgendwie, ne? Aber nach dem Boss sah das jetzt nicht wirklich aus, ne? Aber 65 habe ich ja hier auch schon. Hot. Was ist das hier? Legendäres Kartenpaket. Okay, wo erhalte ich jetzt irgendwas hier? Öffne mal. Was ist da passiert? Oh nein! Nein! So, was hat was ist passiert? Der Priester. So, und jetzt hier an Kadern rum. Ja. Ich bin einfach mal alles. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich da treibe, aber ich mach's einfach mal. Ich muss wieder gegen einen. Was kann ich eigentlich besser? Obwohl es eigentlich auch was Gutes ist.
Hä? Wie ich kann. Verstehe ich nicht. Okay, ich verstehe es nicht. Ich lasse es lieber erstmal. Also, da sind ein paar Dinge, die sind nicht so leicht irgendwie zu verstehen, ja? Alles tot kriegt. Aktivieren. Kommen wir jetzt als nächstes hin. Das sind so also diese Dungeons dann also von Lost Ark. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten für mich, dir zuliebe. Ja, das Tafelstück. Hier. Das ist also der Schlüssel, um das Geheimnis der Arche freizulegen. Der Rest ist in dieser Kathedrale. Vielleicht ist es an der Zeit für meine eigene Pilgerreise. Was können wir machen? Ich habe gar nichts gesagt. Was machen wir? Hä? Ja, der hat gerade was gesagt. Irgendwas mit Tafelstück. Ach so. Oh, Mika, hier ist ein Großmeister. Ja, den hast du auch. Der ist da. Ach nein, oh nein. Was ist passiert? Ah, ich hab ihn schon getötet. Dämonen. Heutzutage gibt es so viele Tafeljäger. Oh, Papa, ich werde dann. Du bist zu spät. Die Dämonen haben bereits zugegriffen. Wenn der Dämon das Tafelstück hat, ist Pride Home in Gefahr. Wir müssen schnell zurück. Von mir jetzt. Also ich verstehe jetzt nicht, was der macht. Und wo ist jetzt dieser Hieb? Auf F. Okay. Und wo ist mein Inferno? Ich habe keine Ahnung, wie das hier geht. Ich bin gerade bis auf den Sender. Da will er was von mir, da will er was. Ich verstehe gar nicht, was er von mir will. Das muss man nicht machen, was ich sage. Ja, das ist doch gerade irgendwie egal. Oh nein, ey, warum nicht? So, auf jeden Fall haben wir hier ein Dungeon abgeschlossen. Das ist schon mal auf jeden Fall echt mega. Glaube ich zumindest, dass das erste Dungeon abgeschlossen ist. Wie nein, nein, nein. Das war's noch nicht. Schau dir, guck dir das Video an, dann weißt du gleich alles. Video? Ja. Oh. Oh. Das sieht cool aus. Ja. Das ist echt böse, ne? So ein kleiner Pizifer ist das. Ja, Alter, und ich bin auch noch hier mittendrin, oder was? Ja, ja. Ist ja voll. Das ist ja echt nicht wahr. Ich schwer, ne? Ah, lass mich in Ruhe, gib weg, ihr komischen, ekligen Dinger. Oh, der Straf von den Hieb ist auch geil. Auch wenn ich jetzt echt ganz schön was abgekriegt habe, muss ich echt zugeben. Ich muss irgendwie so anders lang. Ich habe schon so eine Zahl. Oh.
Sterb, Sterblicher. Kann ich jetzt auch noch setzen? Ist auch nicht mehr. Weniger. Oh. Boah, das macht doch ordentlich Schaden, ne? Der Angriff, was auch immer das ist. Angegriffen! Ah, und denen muss ich dann helfen, alles klar. Ja, die Dämonen haben angegriffen, finde ich gut, aber die sind. Die sind echt doch sowas von am Angreifen. Ach du Kacke! Also, ihr seht hier jetzt echt. Story, ne, und allem, ne? Danke! Das ist echt nice gemacht, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir wieder weiter hoch hier. Und wie gesagt, ja, auf Steam, ne? Steam ist das hier, ne? Das ist ein Epic. Das ist auch nicht mehr zu bauen. Ich glaube, Steam war das. Genau. Ach, das war doch erstmal. Das hier für komische Tore. Ich weiß gerade nicht, wer jemand da im Hintergrund schreibt, aber ich habe gerade keine Zeit zu antworten. Leute. Bin hier voll. Also gehört das eigentlich auch mit zum Dungeon? Ja. Das ist ja irre. Ich glaube, es ist noch sehr viel gerade bei mir. Warum ist noch in der Kapitel? Ich werde super powered. Da kommen noch welche. Seht, das sind voll echt geile Angriffe. Ja. Aber das ging auch gut zu machen, ne? Oh. Nein. So. Und hier passiert echt was ordentlich hier, ne? Das ist schon echt auf jeden Fall. Nice. Und das Ganze umsonst ist. Ja, das ist schon cool, auf jeden Fall. Spaß. Ich wusste, du würdest kommen. Klar, Naria. Neria, nicht Naria. Aber fuck, das gilt dort mir, ne? Also, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, dass man gleich gegen die Dämonenkönig kämpfen muss, ja? Ach du Kacke, ich kämpfe ja gegen schon... Hä? Hier steht aber schon wieder eine 1 bei mir, ja. Irgendwas vergessen oder was? Ist doch gar nichts mehr, oder? Hä?
Hey, was ist denn das da für ein Tavernengequatsche die ganze Zeit? Da kriegt er die ganze Zeit so Nachrichten, die Leute da anschreiben. Du scheinst hier nicht dieser allgemeine Chat vorbei, oder? Schau mal, jetzt müssen wir nach da. Ich hab sogar noch Geld vergessen. Soll das mal kurz stehen bleiben, mich heilen? Ja, nee, geht, das zieht ja wieder hoch. Okay. Alles klar. Tot! Du bist tot? Nein, ein kleiner Boss. Oh. Ach du Scheiße! Ja, genau der! Den hab ich gekillt. Der ist echt schwer. Alter, ich bin hier am Brennen. Ja. Ja, der ist aber jetzt mit den guten Angriffen schnell gefallen, muss ich sagen. Ja. Kommt jetzt der Wasserkasse. Kommt noch ein Boss, oder was? Ja. Du wirst es gleich sehen. Genau, das ist es. Vater, und... Was steht auf der Tafel? Ich frage nicht nochmal. Ich habe einem Dämon nichts zu sagen. Oh, du wirst mir viel erzählen, alter Mann. Sieh her. Varut! Mehr Opfer. Endlich ein Priester mit Kampfgeist. Ich bin oh, oh. Dran. Für das, was du ihnen angetan hast, wirst du bezahlen. Ja, aber ich anscheinend noch nicht. Oh, doch, jetzt kommt er was. Jetzt dreht er. Ja, Ausgleich. Wow, gut gemacht. Kleiner Paravan-Schüler. Diese Macht. Du bist ein Delane. Interessant. Leider muss ich jetzt gehen. Aber keine Sorge. Wir sehen uns Feigling. Wieder. Das war mal ein cooler Bossfight. Varut! Armel! Du hast diese Macht erneut eingesetzt. Ich weiß. Ich hatte keine Wahl. Das wäre tot gewesen, hallo? Je öfter du sie einsetzt, desto mehr wirst du von der Dunkelheit verzehrt werden. Ihr seid doch Paravan-Schüler. Ich werde es nicht wieder tun. Doch, mach ruhig. Lass es mich erklären. Ich bin ein Delane. Ein Produkt von Mensch und Dämon. Doch die Tafel ist gerade viel wichtiger. Sie ist sicher, so auch ihre Geheimnisse. Dank euch. Okay. Diese Tafel, nun vervollständigt, beschreibt den geheimen Standort der sagenhaften Arche von König Luterra. Hä? Eine Stunde schon rum, Papa? Wie? Ja, aber erstmal muss das hier. Also, ich bin anscheinend fertig. Bleib ein paar Tage im Dorf.
Ich werde dir mitteilen, was ich aus der Tafel erfahren habe, wenn die Lage hier stabiler ist. Geht es dir gut? Ja. Alles gut. Ist nicht so leicht zu schockieren. Oh. Guck mal. Komplett angezogen mit Schuhen liegt sie im Bett und pennt, ey. Unfassbar. Die kann benehmen gelernt. Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Du wirst in der Kathedrale erwartet. Von Pater Varuth persönlich. Ja, okay, Leute. An der Stelle würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall den ersten Dungeon schon erlebt. Das war auf jeden Fall echt nice. Und ja, da wir jetzt gleich noch eine Runde was anderes zusammenspielen werden mit meinem Bruder. Zumindest wenn er jetzt noch da ist. Beenden wir auf jeden Fall an der Stelle den Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet gerne beim nächsten Mal auch wieder ein. Schaut euch das Spiel auf jeden Fall mal an. Es ist halt, wie gesagt, kostenlos. Da gibt man sich ja nichts mit. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.